Mein Name ist Martin Beyer, ich fliege für Telesis International. Unser Auftrag ist, stehendes Holz zu fliegen. Die Arbeit, die wir hier machen, ist für mich eigentlich die anspruchsvollste Arbeit im Team, in der Teamarbeit. Weil was die Leute auf dem Baum machen, Hut ab, weil die sich angemacht am Baum, müssen einschätzen, was für Gewichte das sind. Und das Vertrauen zueinander, dass dann das harmonisiert, das ist unglaublich. Also Hut ab von den Leuten, die auf die Bäume gehen. Die Herausforderung ist eigentlich, dass es einen reibungslosen Ablauf gibt, vom Seil anziehen bis zum Endschnitt. Dass das eigentlich in einem flüssigen Ablauf vor sich geht. Die ganze Planung vom Besteigen vom Baum bis zum fertigen Schnitt, eigentlich, dass das sicher organisiert ist. Der Vorteil des Superbaumes ist, wir lupfen, oder haben ein Hebevermögen von 4,5 Tonnen gegenüber einem Kleinheli, der 1200 Kilo lupft. Wir haben durch das auch kürzere Flugzeiten, wir haben weniger Schnitt, die der Forstwart machen muss. Und das Gebiet ist einer kürzeren Zeit wieder frei, wo die Leute im Wald können. 3, 2, 1, kommt ab! Hier tut man mit dem Heli Holz aufgrund der Gegebenheiten her. Wir haben extrem viele Wege, die der Tour gehen. Sehr eng vernetzt. Und zudem hat man viel Jungwuchs unter den alten Bäumen, die man möglichst schonen kann, dass die aufkommen können, wenn die grossen alten Bäume weg sind. Blindes Vertrauen vorhanden, oder wie ist das? Ja, das musst du eigentlich haben, sonst machst du den Job nicht. Das ist wie wenn ich hier ein Gestell hänge, wenn ich Angst habe, dass mir irgendwie ein Karabiner lädt oder irgendetwas. Dann bleibst du eher am Bob, bleibst du eher daheim auf dem Kanapé. Ja.